Ist es echt oder ist es Satire? Diesen Satz und ähnliche Sätze habe ich auf Social Media gelesen im Zusammenhang mit meinen Videos. Über dieses Thema und über weitere Erfolgsthemen reden wir in dieser Folge der Alex Ruhe Show gleich nach dem Vorspann. Hier ist die Alex Ruhe Show für Unternehmer, selbstständige Führungskräfte, Vertriebsprofis und alle, die erfolgreicher werden wollen. Freuen Sie sich auf Alex S. Rouge! Hallo, meine Damen und Herren, hier ist Alex Rouge in einer neuen Folge der Alex Rouge Show. Sie wissen vielleicht, die Alex Rouge Show gibt es seit dem Jahr 2012. Wir haben jetzt eine komplett neue Staffel vor uns und neu machen wir die Show hier in unserem Videostudio in Lenzburg in der Schweiz. Und ich habe mich entschlossen, jede Woche eine Show zu machen. Eine Live-Show auf X Plattformen im Internet und auch auf unserer eigenen Plattform. Sie können Fragen live stellen auf alexrusch.com/feedback. Das kann ich hier abrufen auf dem Laptop. Sie können natürlich auch auf Facebook, auf YouTube und so weiter auch Kommentare schreiben, aber ich bin nicht sicher, ob wir die dann hier lesen können. Ich habe mich herausgefordert. Ich nenne das hier auch ein Langzeitexperiment. Denn ich möchte ab jetzt, sozusagen ab Anfang Juli bis Ende Dezember, jede Woche eine Show bringen. Ich mache also nicht nur so mal so ein kleines Experiment, mal so 3, 4 Wochen, sondern eben wirklich 26 Wochen. Ich habe das Gleiche auch schon mal gemacht im Jahr 2012. Da habe ich 50 Folgen der Alex Ruhe Show herausgebracht. Und ich muss sagen, 2012 war das erfolgreichste Geschäftsjahr aller Zeiten für mich persönlich. Wir haben sehr, sehr viel erreicht im Jahr 2012. Und jetzt auch im Jahr 2018 möchte ich auch extrem viel erreichen und ich möchte auch viel Spaß haben. Und das hier mache ich, weil ich will. Und egal, wie viel Umsatz jetzt reinkommt, egal, wie viele Fans wir bekommen, ich werde es durchziehen, ich werde viel Spaß haben, ich werde auch immer jemand hier neben mir haben, eine Co-Moderatorin oder einen Co-Moderator, wie jetzt heute Nina Sturz. Hallo Nina. Genau, hallo Alex, freue mich, in der 92. Folge von deiner Show dabei sein zu dürfen. Und du hast noch keine Ahnung, was kommen wird, ne? Nein, ich bin gespannt, ich habe dir schon gesagt, der Titel ist vielversprechend und auch ich bin gespannt, was da auf mich zukommen wird. Und liebe Teilnehmer, Sie sehen, Nina Stutz hat keine Moderationskarten, sie hat auch keine So. Texte dort liegen. Ich habe ihr Nein. nichts gegeben, ich habe ihr nichts gezeigt, aber ich habe natürlich immer alles gut vorbereitet hier auf meinen Kärtchen. Das ist immer der Alex Rouge-Stil, damit hier alles einen roten Faden hat. Und wir haben uns entschlossen, die Show soll nicht zu lange dauern. Die maximale Länge wird 30 Minuten sein. Wir haben dort auch einen Countdown neben den Kameras. So sehen wir immer, wo wir stehen. So kurz und prägnant sein, damit Sie auch wirklich jede Woche hier einschalten, dass Sie dann Schritt für Schritt ein Raving Fan werden der Rouge Firmengruppe, falls Sie es noch nicht schon sind. Genau, und Schritt profitieren. Genau, Sie Jede sollen ja Woche. hier viel lernen. Es ist nicht einfach nur bla bla, sondern wir haben hier Lernpunkte drin, wir haben hier außergewöhnliche Dinge, wir haben hier auch Einspieler und Clips. Also auch heute, in der heutigen Show, haben wir, ich glaube, drei Einspieler, drei sehr außergewöhnliche Einspieler. Und Genau. Nina, es wird auch so sein, diese Show hier, jetzt die Folge Nummer 92, wird besonders lustig sein. Da bin ich gespannt. Ich lache auf jeden Fall gerne und finde es toll. Ich glaube, es ist doch ganz wichtig, im Alltag immer wieder mal jemanden zum Lachen zu bringen können. Und ich nehme an, Sie dürfen dann ja mitlachen. Und das war jetzt auch genau der Grund für diesen Titel hier. Ist es Satire oder ist es echt? Denn es ist wirklich so, ich habe das gelesen x-mal, zum Beispiel auf Facebook. Wir haben dort recht viele Videos drauf und wir promoten auch diese Videos. Und gibt es dann auch Leute, die eben noch nicht Rouge-Fan sind, die diese Videos dann sehen, die dann etwas überrascht sind und die das dann lustig finden und mich dann fragen: Ist es echt oder ist es Satire? Oder die dann sagen: Ist es Comedy? Und gerade letzte Woche oder vor 2 Wochen war ich bei einem Kongress als Referent dabei. Das war der Kongress von der Firma Trias Power Freiakademie. Es gab da 300 Unternehmer, die dort waren. Und da habe ich dann ein einstündiges Referat gehalten zum Thema Marketing. Und da kam nachher einer auf mich zu in der Pause und hat mich dann gefragt, ob das Marketing Comedy sei. Ehrlich? Ja.
Warum meint er das? Also ja, weil ich eben das ihm, lustig gab ihm präsentiere, weil ja. du hast mich auch schon öfters jetzt erlebt ja. und ich bringe immer Humor ein, aber auch viel Wissen. Das stimmt, ja. Und ich glaube aber, das ist das Schöne eben, dass es nicht so auf Schulbasis so runtergerattert ja, wird, genau, weil genau. dann kann man sich es auch nicht merken, sondern eben mit Beispielen, eben mit Sachen, die man sich halt vorstellen kann aus dem Alltag, aus der Praxis. Ich glaube, dann lernt man es auch am besten. Eben, du warst ja auch dabei schon als Kommentatorin beim Rouge-Markt im Diplom-Online-Lehrgang bei zwei genau, Modulen. Und richtig. Hast du gesehen, es kommt sehr viel ja. Wissen rein, tief und breit, aber das auch viel so. Humor. Das ist so. Und das sollte man ja auch nie verlieren. Ist auch wichtig, weil viele Unternehmer da draußen, die bilden sich nicht weiter. Und warum nicht? Weil sie in der Schule schlechte Erfahrungen gemacht haben, weil es langweilig war. Meistens war es doch in der Schule langweilig, nicht wahr? Ja, oder man musste. Es war so das Gefühl von, ich muss noch und man wird gedrillt und ja, das noch ja, und ja. das noch auswendig lernen. Und oft hat man dann irgendwie was auswendig gelernt und denkt, das brauche ich in der Praxis oder im Alltag nie. Mhm. Und das ist dann ja irgendwie auch schade. Und ich glaube, das ist hier halt anders, dass man wirklich sieht, ah, ich kann das 1:1 ummünzen oder eben in mein Unternehmen integrieren. Und das macht dann ja auch Sinn, wenn man das lernt und dazu lernt. Vielleicht mal schnell zum Schutz der Lehrer. Also ich habe natürlich auch gute Lehrer gehabt, auch bei mir jetzt in meiner Schulzeit. Da gab es ein paar gute drunter und dann auch später. Und auch im College, vor allem in Amerika, habe ich ein paar sehr gute Professoren gehabt. Aber eben generell waren aber trotzdem die meisten, eben so 80%, waren eher trocken und sachlich und langweilig. Und das wollen wir eben ändern mit dem, was wir tun, indem es Spaß macht. Ich habe in Amerika mal einen Professor gehabt, er sprach dann von Teaching while entertaining. Also man lernt etwas, während man unterhalten wird. Das stimmt, so sollte es sein. Dann macht man es richtig. Ja, genau. Also, und Sie werden dann merken, habe ich hier notiert, es wird cool und einzigartig. Und ich würde sogar machen, wenn ich nichts dabei verdienen würde. Das ist eine Aussage. Ja, nee, ja. Ich glaube, dann wird es auch am besten. Ja, genau. Also ich mache das nicht, weil ich jetzt muss, sondern weil ich will. Ich möchte sie begeistern. Ich möchte, dass ihnen Raving Fans machen. Ich möchte sie unterhalten. Ich möchte ihnen wertvolle Tipps geben. Und ich schaue dann auch, dass ich nicht zu schnell spreche, was ich ab und zu mal mache, wenn ich zu begeistert bin und Nina wird mich danach stoppen. Genau, und dann werde ich sagen, jetzt nochmal zurück, zwei Sätze zurück und nochmal das Ganze von vorne, sodass auch jeder mitbekommt. Ja, genau, ja. Also eben, ich denke, wir bringen hier Humor ein, wir bringen hier Lockerheit ein, aber es ist auch alles sehr, sehr inhaltsstark, was genau immer der Punkt ist bei uns. Das ist so. Sehen Sie auch hier so ein bisschen im Hintergrund, weil eben diejenigen, die mich jetzt noch nicht kennen, ich bin ja der Verleger des Rouge Verlages, des Aussteiger Verlages, da sehen Sie hier Produkte hinter uns und ich bin auch der Verleger der Zeitschrift Noch Erfolgreicher. Und jetzt habe ich hier schon mal einen kleinen Einspieler dabei. Wir werden jetzt noch hier klicken? Noch nicht klicken, sondern noch nicht? Ich werde zuerst mal eine kleine Einleitung machen. Vor einiger Zeit bekam ich eine E-Mail von Professor Dr. Lothar Seibert, also der Zeitmanagement-Experte Nummer 1 in Deutschland. Er schrieb, Herr Rouge, Sie waren im Fernsehen heute Abend. Ich habe gesagt, da weiß ich gar nichts davon, ich bin ja hier zu Hause. Dann habe ich dann erfahren, es wurde eine Satire-Sendung über mich gemacht. Nein. Von Rüttgen. Und der war der Chef-Witzeschreiber von Harald Schmidt. Und jemand hat gemeint, das sei wie ein Ritterschlag, wenn man in eine Parodie vorkommt, die er gemacht hat. Es gab danach viele andere Prominente, die auch, von denen er auch Parodien gemacht hat, habe ich dann gesehen auf YouTube. So lustig. Und jetzt, liebe Tanja, weil ich Ihnen mal so den Anfang hier zeigen. Jetzt kannst du mal switchen. Mache ich gerne. Und die Regie muss jetzt schauen, dass es alles klappt mit dem Ton hier. Und ich fange hier mal an. Erinnern Sie sich, in der vergangenen Woche habe ich Ihnen diesen ganz erstaunlichen, na ich sag mal Mann präsentiert. Alex S. Rouge, den geheimnisvollen, semmelblonden Verlagstycoon, Marketing-Michelangelo und Erfolgsseminar-Giganten mit seiner eigenen Mega-Internet-Show. Hallo, 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 hallo. Ich hoffe, ich sehe entspannt aus. Und ob? In weit über 9 begeisterten E-Mails wurden wir gebeten, mehr von Alex S. Rouge zu zeigen. Kein Wunder, weiß die Welt doch immer kaum noch etwas über den charismatischen Tausendsasser mit der Schlagersängerfriese. Wussten Sie zum Beispiel, dass Alex S. Rouge eine Gabe beherrscht, die ihn im Business quasi unbesiegbar macht? Hören Sie selbst. Und Sie werden wahrscheinlich nie erraten, wovon ich jetzt sprechen werde. Ich spreche von 10-Finger-Tastaturschreiben.
Ich habe das Glück, dass ich das bereits gelernt habe im Alter von 14 Jahren. Das Zehnfinger-Tastaturschreiben, das Blindschreiben, so kann ich also auch auf ein Blatt Papier schauen oder in die Weite schauen und kann schreiben, ohne auf die Tastatur schauen zu müssen. Auch die Zahlen beherrsche ich gut und somit habe ich den Vorteil, ich bin zweimal so schnell oder dreimal so schnell wie andere. Und hätten Sie geahnt, mit wem seine Fans Alex S. Rouge vergleichen? Ich habe Post bekommen, genau gesagt eine E-Mail von einem Inner Circle-Mitglied. Sein Name ist Albin Wallinger, er nennt sich Prominentenjournalist und er ist aus Luxemburg. Er schrieb mir, was hat der Vollblutunternehmer Alex Rouge mit Dieter Bohlen gemeinsam? Was mit Richard Branson? Was mit Donald Trump? Ja, jetzt wird es spannend, nicht wahr? Er sagt dann, er ist ebenfalls markant wie jede gute Marke. Ja, da staunen Sie. Und hätten Sie auch nur vom... Okay. Ich werde es nicht die ganze Folge zeigen, liebe Teilnehmer, sondern Sie können es ja auf YouTube, geben Sie einfach ein Rücken Rouge. Und es gab sogar zwei Folgen, den hat er gesagt am Anfang, weil es so gut ankam. Beim ersten Mal hat er dann gleich noch ein zweites. Nein. Gerät. Und ich habe auch gesehen, der musste also einige Videos von dir angesehen haben. Ja, das sind ja Ausschnitte aus Alex Rouge Show hauptsächlich. Das macht oder, ja, genau. Dann noch einige Shows, weil man hat immer wieder verschiedene Abschnitte gesehen und verschiedene Hintergründe. Und von daher denke ich, der hat sich da wirklich mit dir auseinandergesetzt oder mit deinen Shows. Und das ist ja schon komplett. Also ich finde es eine große Ehre. Das ist so toll. Und eben, also eine Botschaft ist hier eben auch, Alex Rouge polarisiert. Oder die einen lieben Alex Rouge, die anderen hassen ihn. Aber wichtig ist vor allem im Marketing, man muss spannend sein. Und man muss darüber reden. Ja. Und ich glaube, solange man darüber redet und es nicht nur negativ ist, dann ist man präsent. Und das will man ja schließlich sein im Marketing. Ja, das genau. Das ist das Ziel. Ja, genau. Also das ist eben auch eine spannende Sache jetzt für alle, die jetzt hier dabei sind, die sich auch für Marketing interessieren. Man muss einfach spannend sein als Firma, muss spannend sein als Person. Man darf natürlich auch nicht eine Witzfigur sein, sondern muss schon schauen, dass man so ein bisschen auch zur Zielgruppe passt. Sie sehen auch oft, dass ich in einem Maßanzug daherkomme, nicht immer, aber trotzdem recht oft, denn ich muss ja hier als Geschäftsmann mich auch darstellen. Na, man soll präsent sein und man muss sich auch bewusst sein, dass man auch irgendwas präsentiert oder repräsentiert und was das dann auch immer ist. Wenn es ein Tattoo-Studio ist, dann würde es passen, wenn du jetzt im Kurzarm-Tanktop da bist, weil dann repräsentierst du das Tattoo-Studio. Ja. Aber das machst du ja nicht und deswegen in den Anzug. Also ich glaube, das ist dann halt auch je nach Business ganz individuell. Ja, genau. Ja, jetzt kannst du wieder klicken auf den Klicker. Wir sind ja hier auch wieder recht gut vorbereitet, aber vieles ist auch ganz spontan. Und wie gesagt, Sie können auch ein Feedback schreiben auf alexrusch.com/feedback. Und jetzt kommen wir zu unserer nächsten Rubrik und die nennt sich Feedback von Zuschauern, Mitgliedern und Kunden. Wir werden jetzt mal schauen, was Käufer von meinem neuen Buch, die 22 besten Rouge-Erfolgsstrategien, geschrieben haben. Und jetzt kannst du hier mal auf den Klicker gehen. Mache ich. Ah, hat geklappt. Genau, und jetzt können wir ein bisschen ganz spontan durchscrollen. Vielleicht eher etwas Neueres vom Juni und so. Ah ja, hier haben wir was, 21. Juni. Ja, genau. Ein tolles Buch, kurz, prägnant, den Menschen in seiner Gesamtheit ansprechen und trotzdem auf das Wesentliche beschränkt. In erfrischendem Rouge-Stil geschrieben. Toll und ohne Herumgelaber. Ah, gucke. Ein Gewinn für jeden, wirklich jeden, der etwas aus seinem Leben machen will. Ich empfehle das Buch vor allem all jenen, die schon einiges über Erfolgsoptimierung gelesen und gehört haben und denen der gewisse Kick für zwischendurch fehlt. Für mich war es auf jeden Fall eine Bereicherung. Der Alois. Das ist ein schönes Feedback. Ja, das war das letzte Mal noch nicht. Das ist wirklich genau, das ist cool. Also hier gehen wir mal nach oben. Also es ist hier das Buch und auch das Hörbuch, die 22 besten Rouge-Erfolgsstrategien. Da gebe ich auch mal noch eine Domain durch. rouge.ch/buch22. Und ein wirklich
Tolles Buch. Wir haben hier eine ganze Menge von 5-Sterne-Bewertungen auf Amazon drauf. Worauf ja, sieht man auch hier, ne? 5 Sterne, voll. Ja, genau, genau. Also es gibt irgendeiner, der noch etwas Negatives geschrieben hat. Aber genau, aber das gibt es immer. Ja, also das ja, ist das cool. Ja, und eben wenn Sie auch Feedback schreiben möchten, dann schreiben Sie uns ein Feedback und dann werden wir vielleicht dann nächstes Mal oder übernächstes Mal Sie danach bringen. Denn Sie wissen, wir haben noch viele Shows vor uns. 26 oder 25 Shows noch bis Ende Jahr. Genau, also Sie haben noch die Chance, in einer Show mit Ihrem Feedback zu erscheinen. Ja, und vor allem, wir machen es eben so, nicht nur schriftliche Sachen, sondern wir können eben auch hier Videos einspielen, wir können auch Audios einspielen. Das heißt, Sie können natürlich jetzt auch eine kleine Videobotschaft machen, vielleicht mit dem Smartphone oder mit Skype oder mit Zoom oder einfach mit einer Videokamera und uns das dann einschicken oder uns einen Link geben auf YouTube, vielleicht auch ein privater Link. Und dann, wer weiß, vielleicht kommen Sie dann in der Alex Ruh Show. Und das ist auch gleich ein guter Übergang zu unserer nächsten Rubrik. Und die nennt sich Zuschauerfragen. Markus I. Reinke, der bekannte Verkaufstrainer, hat eine Frage eingereicht mittels eines Videos. Die Frage war über 4 Minuten lang. Ich habe gesagt, es ist ein bisschen zu lang für die Alex Ruh Show. Die Leute wollen jetzt nicht eine 4-minütige Frage hören. Jetzt hat er sie reduziert auf so knapp 2 Minuten, was eigentlich eine ideale Länge ist. Also auch wenn Sie jetzt Fragen einreichen wollen, ich denke so 30 Sekunden bis 2 Minuten ist im Okay-Bereich. Ja, ich glaube auch. Das kann man, da hat man auch genügend Zeit, das zu formulieren, zu erklären, wie man es meint. Und dann sollte das eigentlich reichen. Und er war auch schon als Co-Moderator hier dabei beim Rouge-Magnet-Diplom-Online-Lehrgang. Und er ist auch Autor im Aufsteigerverlag mit dem Hörbuch «Mehr Neukunden mit Direktkontakten». Ein super Hörbuch. Und er ist auch ein Raving-Fan der Rouge-Firmengruppe. Hat so ziemlich alle Produkte, die es gibt, hat er gekauft. Das ist wirklich ein intensiver Anwender von Rouge-Strategien. Und jetzt werde ich mal abspielen, was er hier uns fragt. Hallo Alex, hier ist der Verkaufstrainer Markus Reinke aus Mönchengladbach. Wie du weißt, bin ich seit vielen Jahren Kunde, ja, Raving-Fan des Rouge-Verlages. Und für mich steht der Rouge-Verlag seit vielen Jahren für qualitativ sehr hochwertige Hörbücher und Erfolgspakete. Und seit einiger Zeit stelle ich mir die Frage und habe auch als leichten Kritikpunkt für dich, wieso produziert Alex Ruh seit längerer Zeit keine weiteren Hörbücher mehr und keine physischen Erfolgspakete? Weil ich bin es gewohnt, während meiner langen Autofahrten oder wenn ich verreist bin, die Hörbücher unterwegs mir anzuhören oder Erfolgspakete mir zu Hause anzuschauen. Und ich habe eben gerne so physische Produkte, CDs, DVDs. Und ich beobachte dazu seit einiger Zeit nur noch Online-Lehrgänge konzipierst. Und das, wofür der Rouge Verlag all die Jahre für mich gestanden hat, sprich die Produktion von diesen Hörbüchern und Erfolgspaketen, das ist leider in letzter Zeit für mich auf die Strecke geblieben. Und da würde ich mir wünschen, wenn du in Zukunft hier wieder mehr dieser Kernkompetenz auch nachgehen würdest, um da die Wünsche der Kunden des Rouge Verlages wieder auch in der Hinsicht erfüllen zu können. In diesem Sinne freue ich mich auf dein Feedback. Beste Grüße aus Mönchengladbach, Markus Reinke. Hallo alle. Ein sympathischer Typ. Ja. Sehr sympathisch gemacht. Und ich bin auch offen für Kritik, ich bin auch offen für kritische Fragen, damit ich auch dann drauf eingehen kann. Auf jeden Fall, so lernt man auch dazu oder kann das dann ja auch differenziert betrachten oder auch mal hinterfragen, auf jeden Fall. Genau. Und im Prinzip alles, was ich mache als Unternehmer, ist ja durchdacht. Also ich überlege mir sehr genau, was ich mache. Am Schluss ist es immer so, wer entscheidet, was ich mache? Also im Prinzip kann man sagen, der Kunde stimmt ab mit der Brieftasche. Ja, der Kunde ist König. Genau. Das ist der eine Punkt, aber man muss auch immer ein bisschen in die Zukunft schauen. Und ich bin ja seit 1994 Verleger des Rouge Verlages.
1994. Das ist eine lange Zeit, ja. Genau. Da hat sich auch was geändert, ne? Du kannst wieder auf den Switcher gehen und sieht man wieder ein bisschen die andere, das schöne Hintergrundbild hier vom Hallwiedersee. Und also 1994 war es so, alle Hörbücher, die rauskamen, kamen auf Kassette raus. Weil die Kunden, stimmt, die wollten Kassetten. Da war noch die Zeit der Kassetten. Ja, niemand wollte CDs damals haben. Also wir haben alles auf Kassette herausgebracht. Ja, auch im Auto hatte man halt auch noch Kassette, oder? Ja, man nur hatte Kassette, nicht, einen nicht CDs. CD-Player. Ja. Genau. Und dann 1997 kam dann Umberto Sachser gesagt, er will, dass sein Hörbuch auf Kassette und auf CD herauskommt. Ja. Und damals war es so, dass 10% haben die CD gekauft, 90% die Kassette. Und wann hat es dann geswitcht? Wann war das Jahr, wo man also ein bisschen gemerkt hat? Also die Geschichte hat, geht eben dann noch weiter. Und ich habe dann als Unternehmer dann gesagt, ja gut, die Leute wollen Kassetten haben, also machen wir jetzt keine CD-Hörbücher. Bei den anderen Hörbüchern, die herauskamen, habe nur Kassette gemacht. Mhm. War alles schön und gut, war alles okay. Und dann irgendwann hat es gedreht. Es war so 2-2, also massiv gedreht und die Hälfte des Umsatzes verloren, weil die Leute CDs wollten. Ja. Und da müssen wir dringend handeln und da müssen wir sofort alles umwandeln, was sehr viel Geld gekostet hat. Das glaube ich. Und Stress. Ja, Nerven. Ja, genau. Aber eben die Moral der Geschichte daraus war dann für mich als Unternehmer, ich habe dann gelernt, man sollte nicht zu lange warten. Mhm. Und so ist es bei den DVDs. Ich glaube, DVDs, die kann man jetzt noch verkaufen. Vielleicht noch in einem Jahr, in zwei Jahren. Nachher ist fertig mit den DVDs. Dann haben die Leute keine DVD-Players mehr zu Hause. Sie haben auf dem PC keine DVD-Player mehr. Und dann ist fertig. Dann muss man Online-Lehrgänge haben. Ja, das ist so. Ich glaube auch, also die Zukunft ist online. Und also ich musste Kassetten im Wert von mehreren hunderttausend entsorgen. Ja, das tut weh. Ja, und ich will dann nicht, dass ich das mit DVDs auch machen muss. Und so habe ich jetzt gesagt, okay, wir haben jetzt immer noch viele Sachen hier, viele tolle Fokuspakete, werden auch weiterhin gekauft, aber die neuen Sachen, die mache ich als Online-Lehrgang. Und ich habe mich selber auch als Kunde massiv dagegen gewehrt, weil ich gebe viel Geld aus in Amerika für Erfolgspakete, für Hörbücher und jetzt auch für Online-Lehrgänge. Und ich wollte immer eigentlich nur DVD-Lehrgänge kaufen. Aber plötzlich konnte ich das nicht mehr in Amerika. War dann ein bisschen störrisch am Anfang, habe einfach gesagt, ja gut, dann kaufe ich ja nichts mehr. Ja, dann gibt es halt keine DVDs mehr, also ich kaufe keine Produkte mehr. Und da habe ich gemerkt, wenn ich das Wissen haben will, dann muss ich die Online-Lehrgänge buchen, mich daran gewöhnen. Jetzt habe ich ein iPad gekauft für die Küche, schaue mir dann dort die Online-Lehrgänge an. Genau, das wollte ich auch gleich sagen. Also man ist dann auch ein bisschen mobiler eben mit dem iPad, das kannst du ja irgendwo machen. Mit dem iPhone und so. Bin ich sogar Fan davon. Inzwischen will ich gar keine DVD-Lehrgänge mehr haben. Ich will jetzt Online-Lehrgänge haben. Ja, weil du kannst es überall mitnehmen. Mhm. Und das ist wirklich eben auch in der Bar, die man sonnt sich mal, geht mal in den Schatten, guckt eine halbe Stunde auf dem iPad. Also ich glaube auch, man hat es halt immer dabei und das ist praktisch. Ne? Ist nicht mehr ans Gerät gebunden. Das muss ich schauen, dass wir jetzt nicht zu stark überziehen, aber es gibt noch einen Punkt, den auch Markus Reinke danach noch gebracht hat in der langen Videobotschaft, die ich jetzt hier nicht zeigen konnte. Hat er noch gefragt, ja, aber Alex, warum machst du keine Szenare mehr? Und genau hier auch wieder die Antwort, der Endkunde stimmt ab mit der Brieftasche. Und ich habe jetzt auch gemerkt, in den letzten Jahren, es wird immer schwieriger, Szenare zu füllen. Und selbst wenn ich Koryphäen dort hatte als VIP-Gastexperten wie Professor Dr. Jörg Knoblauch oder Klaus Krobiol. Das sind zwei der besten Referenten des deutschen Sprachraums. Wenn ich dann sogar mit solchen Koryphäen das Seminar absagen muss, dann merke ich, der Kunde hat mit der Brieftasche abgestimmt, er will keine Seminare mehr. Oder wenn er Seminare noch will, dann braucht man Telefonverkäufer, die das Seminar sozusagen mit Gewalt füllen, weil es geht nicht mehr normal mit E-Mailings und mit One-Page-Websites, mit Videos und mit Postmailings. Man kann so Seminare nicht mehr rentabel füllen. Ja, das ist noch eine spannende Erkenntnis. Mhm. Oder die Leute haben keine Zeit oder sind nicht mehr gewillt, irgendwie noch. Die kommen schon, aber man muss sie überzeugen und dafür muss man sie anrufen. Mhm. Und das braucht einen Telefonverkäufer, den man sich in der Schweiz nicht fast leisten nicht kann, weil in der Schweiz die Löhne 2 bis 3 Mal so hoch sind wie in Deutschland. Das ist so. Also dann zahlst du mehr für das Akquirieren, als nachher reinkommt. Also ja, genau, stimmt ja dein Budget auch wieder nicht. Und von daher. Aber eben, ich sag niemals nie. Also wenn jetzt der Kunde wieder abstimmt mit der Brieftasche und sagt, ich möchte Seminare haben, dann bekommt er die auch. Aber vorerst gibt es jetzt auch mal diese hochwertigen Online-Lehrgänge, die sie bei uns bekommen, und Erfolgspakete und so weiter. Und jetzt habe ich auch wieder etwas weiteres noch. Und zwar in der nächsten Rubrik, die Rubrik Einblicke.
Das hier ist auch eine coole Rubrik. Das kommt dann in fast jeder Folge der Alex Ruh Show. Einblicke. Denn hier kann ich so ein paar ausgewöhnliche Dinge sagen und zeigen, Sachen, die spannend sind, Sachen, wo Sie vielleicht den Kopf schütteln oder wo Sie nicken. Und hier habe ich dann auch wieder einen coolen Einspieler, den ich bringen werde, den ich jetzt gerade hier noch suchen muss. Du sagst mir, wenn ich drücken darf. Ja, genau. Und ich möchte zuerst mal noch etwas dazu sagen, vorher. Ich habe vorhin erwähnt, ich war bei einem Unternehmerkongress als Referent dabei. Es gab dort so 300 bis 400 Unternehmer und der Veranstalter war Thomas Frei von Trias Power in der Schweiz. Und er war bei mir auch schon auf der Bühne bei den Rouge-Kongressen und war auch schon als Co-Moderator hier dabei bei Lehrgängen und so weiter. Und da habe ich ihm geschrieben als Vorbereitung für seinen Kongress. Ich brauche dann den Co-Moderatoren-Tisch links von mir, ein Zweiertisch mit zwei Stühlen. Und da schrieb er mir zurück, Originalton Thomas Frei, ich kenne keinen Kongress, wo man zwei Co-Moderatoren hat. Du stichst da wieder raus und tanzt aus der Reihe. Genau, genau. Und ich mache es ja seit 2008 so. Ich habe immer, also jetzt hier in den Shows habe ich oft nur jemanden, aber oft auch zwei Personen. Das werden Sie dann auch nächste Woche sehen. Da haben wir dann auch zwei Personen hier. Und bei meinen Seminaren habe ich fast immer zwei Personen, weil dann auf der Bühne mehr Abwechslung ist, mehr Energie da ist, es kommt mehr Know-how, es gibt auch mehr Interaktion. Ja, es ist spannender, genau, mehr Interaktion und man ist mehr ein Eye-Catcher und die Leute verlieren sich dann vielleicht nicht irgendwo in den Wolken, sondern gehen eben die ganze Aufmerksamkeit auf die Bühne. Und ich sage immer, ich bin ein Original Alex Rouge und das sind Original Ideen von mir. Ich werde dann zwar schon ab und zu auch inspiriert, also auch das mit den Co-Moderatoren, das war so die Inspiration durch Jacobo Müller in der Schweiz und Schmidt-Pocher in Deutschland. Ja, das sind auch immer zu zweit. Ja, und jetzt bei mir eben zu dritt. Ich habe dann gesagt, okay, ich nehme die Idee jetzt von Schmidt-Pocher, aber ich nehme dann drei, also zwei Co-Moderatoren plus ich. Und das ist einfach so der Original Alex Ruh-Stil. Ich habe jetzt hier auch einen Einspieler, einen sehr besonderen, außergewöhnlichen Einspieler. Aber warum dieser Mann dabei hier? Genau, gehen wir hier mal auf Anfang. Gut, bist du bereit? Mhm. Gut. Dieser Mann hier. Der Herr Schlotzbohm. Jetzt habe ich einen Lachenfall. Du musst aufpassen. Ja. Weil, du musst schon aufpassen, Alex, sie ist Rechtsanwältin, nicht vergessen, gell? Aber ihre Adresse ist gestrichen aus einer Datenbank. Und somit bekommt sie keine Post mehr von uns und kann die DVDs von heute nicht kaufen. Das ist noch gut, ich habe sie persönlich gestrichen. Weil Sie haben ja vorhin das Demo-Video gesehen von unserer Software. Und da kann man auf ein Register gehen, Register sperren. Und da klicke ich dort drauf, sperren. Und das ist weg. Aber eben, warum macht dieser Mann... Der Alfred hat gestellt. Warum hat der Mann diese Frau jetzt da nicht entlassen? Das Problem ist eben, er heißt auch. Und... Das ist extrem. Ja, also. Gut, du weißt ja nicht, bei welchen Versandhandelsfirmen er sonst noch bestellt hat, oder? Ja. Also. Ach, du meinst, die Frau macht einen Rundumschlag sozusagen. Ja, ich verstehe. Ja. Also eben, ich muss auch noch Geschichte zu Ende erzählen, solange ich da noch reden kann mit dem Lachanfall. Also, das Problem ist, der Mann will nicht auf dem Sofa schlafen, denn er ist ja der Herr Schlotbohm und sie ist die Frau Schlotbohm. Was ist die Moral der Geschichte? Jemand in der Firma muss der Boss sein und auch wenn die Frau in der Firma arbeitet, muss sie auch effizient arbeiten. Ich habe gedacht, das passt noch gut zu dieser Folge jetzt von heute. Der Satire und genau. Dem Lachen, genau. Es war ja komplett spontan, es war ja komplett gar nicht so geplant, aber es ist doch auch cool, wenn man einfach sich selber ist auf der Bühne. Auf jeden Fall. Ich finde, das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, dann wird man auch viel ernster genommen, als wenn man einfach so eine Rolle einnimmt. Ja. Und ich glaube, das merkt das Publikum auch. Und, ja, meine ich auch. Ja. Und eben, Sie haben hier einfach den Original Alex Ruh und wie gesagt, immer sehr lehrreich. Also das war jetzt ein Auszug aus dem Online-Lehrgang, die 24 Ruh-Bausteine zur deutlichen Steigerung Ihres Unternehmenserfolgs. Gibt es natürlich auch auf DVDs.
und CDs, aber eben auch neu als Online-Lehrgang. 24bausteine.com/Online-Lehrgang, wenn wir jetzt gerade schon von Links reden. Genau, dann der auch noch und da kann man ja dann auch alles nochmal nachgucken. Mhm, genau. Ja, meine Damen und Herren, das war jetzt wirklich so ganz, ganz spontan, was wir heute hier gemacht haben. Und ich weiß nicht, ob du das weißt, Nina, die Idee für diese Show hatte ich gerade mal vor irgendwie einer Woche. Du bist spontan. Ja, genau. Und voller Taten dran. Hab ich das alles vorbereitet. Dann musste sogar unser Grafiker noch einen neuen Trailer machen, einen neuen Background und so weiter, neue Zwischeneinspieler. Also du hast alle auf Trab gehalten die letzte Woche. Also ich habe es jetzt gerade irgendwie vor 3 Stunden habe ich diese Einspieler noch bekommen. Da. Aber eben auch, das ist wieder Alex Rusch Original, auch Erfolgsfaktor Geschwindigkeit haben wir auch in unserem 18 Monate Erfolgspaket und ich wende es auch an. Ja, das stimmt. Und jetzt sitzen wir hier und es läuft alles. Ja, also ich hoffe. Ja, natürlich. Wir sehen es dann, wie es rauskam, liebe Teilnehmer. Ich bin auch gespannt auf Ihre Feedbacks. Können Sie auch uns schreiben, alexrusch.com/feedback. Ich hoffe, Sie werden dann auch nächste Woche wieder dabei sein, zur gleichen Zeit. Und es würde mich auch freuen, wenn Sie es promoten würden auf Social Media, auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram, auf LinkedIn, auf Xing, wo auch immer Sie sind, damit wir noch mehr Menschen erreichen, damit wir noch mehr Menschen und Firmen zu größerem Erfolg führen können. Was können wir noch hinzufügen, Nina Stutz? Ich glaube, du hast alles gesagt. Vergessen Sie nicht zu lachen, vergessen Sie nicht den Spaß dabei zu haben. Ich glaube, das ist ganz wichtig und ich glaube, das ist auch was man bei dir sehr gut lernen kann. Ich denke auch. Also ich habe jetzt bewusst auch dieses lustige Thema gewählt für die Folge 1 sozusagen von der neuen Staffel, damit es einfach richtig locker ist. Nächste Woche geht es dann um das Thema Marketing. Ist dann vielleicht etwas ernster, aber natürlich auch bei mir Marketing Comedy, hat jemand gesagt, von dem er wird sicher auch lustig sein. Und dann ist dann auch Thomas Schierser noch dabei. Er ist Rouge Volkswissen Anwender Essay Contest Goldgewinner und er wird dann zusammen mit Nina hier sitzen. Genau, da bin ich auch schon gespannt. Super, dann wünsche ich jetzt noch eine erfolgreiche Woche. Bis nächstes Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.